Denkst du immer noch, Vollkornprodukte sind besser? Gehörst du zu der Sorte Mensch, die sagt, hey, ich ernähre mich viel gesünder, denn ich esse Vollkorn? Das ist aber tatsächlich nur zum Teil wahr. Und hier kommt jetzt deine Auflösung. Stärke ist einfach Stärke. Brot oder Nudeln, wo einfach Vollkorn draufsteht, bestehen einfach trotzdem aus gemahlenem Getreide. Und das bedeutet für dich einfach, ein Teil der Ballaststoffe ist bereits schon verloren. Und wenn du eben Brot essen möchtest, was vor allem Ballaststoffe drin hat, halte dich eher noch an die ganz dunklen Brotsorten, wo ganze Körner drin sind. Und ein kleiner Tipp noch, am besten vorher eine grüne Vorspeise, wie zum Beispiel einen Salat essen, denn dann hältst du den Blutzuckerspiegel ein bisschen stabiler. Wenn du jetzt sagst, das klingt dir alles schön und gut, aber was wäre denn eine Alternative, dann nutze ich hier nämlich tatsächlich Hülsenfrüchte. Die haben nämlich den Vorteil, sie bestehen vor allem aus Stärke, aus Ballaststoffen und aus Proteinen. Also alles Nährstoffe, die dein Körper absolut gern hat. Und ein wichtiger Tipp noch zum Schluss, lass einfach solche Nahrungsmittel nicht alleine bzw. nackt stehen. Heißt, du packst sie immer in etwas Gemüse und Eiweiß mit an, denn dann kann dein Körper diese viel besser verwerten. Und wenn du noch mehr Unterstützung benötigst, weil du gerade beim Abnehmen bist, dann darfst du mir super gerne eine Nachricht schicken, oben über den Linktree, das WhatsApp-Zeichen, und ich freue mich auf alle deine Fragen.